Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von City Skyline. Ja, wir haben aktuell viele Baustellen. Ich würde gerne tatsächlich hier unten diese vier kaufen. Wir brauchen dafür 2,4 Millionen. Warum brauchen wir das? Wir brauchen Erweiterungen an Gewerbe. Wir haben Gewerbemangel. Hier diese Felder sind alle tatsächlich bebaut. Der ist noch nicht bebaut. Guck mal. Der ist noch nicht bebaut. Dann können wir das. Dann habe ich nichts gesagt. Aber wir brauchen trotzdem da unten die Fläche. Weil ich glaube nicht, dass das ausreichen wird. Die anderen haben alle eigentlich ein Motto von mir bekommen. Oder auch nicht. Dann. Das hat auch noch kein Motto. Dann würde ich das auch nochmal eben begrünen. So. Und da habe ich gerade noch was gesehen, was wir begrünen können. Und zwar das da. Die Strecke und die Strecke. Das auch noch. Okay, und dann haben wir eigentlich jetzt alles nicht begrünt, sondern beblaut. Somit haben wir da ein bisschen Wachstum. So, okay. Die Stadt wächst und gedeiht weiter. Wir haben aktuell 1200 Menschen, die bei uns einziehen wollen. Ich sage 1300. Jetzt geht es ja richtig hoch. Finde ich gut. Finde ich gut. Auch die kleinen. Ne, Wasserwege wollen immer noch nichts. Die wollen leider nicht. Schade. Die kleinen Wasserwege wollen leider noch nicht. Schade. Naja. Ufer, Familie Nordamerika. Naja, wir wollen nicht. Wir wollen nicht. Unser Strom ist unzureichend. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass unser Strom hier unzureichend ist. Das möchte ich so nicht hören. Und außerdem, wir machen hier grünen Strom. Wir machen hier ausschließlich grünen Strom, dass es euch gut geht. Und dann sagt ihr mir, dass der Strom zu wenig wäre? Okay, 1200. Ich warte gerade, dass wir die 300.000 da eben noch bekommen. Dann würde ich hier tatsächlich nochmal ein Stromwerk hinbauen. Ich sage eigentlich, es reicht, aber ich vermute, hier wird irgendjemand so hin und wieder Stromprobleme bekommen. Ich weiß aber nicht, wo und wie. Ich weiß auch gar nicht, kriegt man die Gebäude hier irgendwie auf grün? Also, importieren tatsächlich Strom. Das ist interessant. Warum importieren wir Strom? Das verstehe ich nicht. Was wir mal machen könnten ist, wir könnten hier eine Straße eben dahin bauen. So. Und wir werden hier hier das Ding hinbauen. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir immer noch Strom dann aus dem Ausland holen. Nein, holen wir nicht. Okay, und das war, glaube ich, das Problem, was wir jetzt hatten. Nee, Akkulader wollte ich nicht. Ich würde gerne die kaufen, aber kosten halt auch 600.000, ne? Kostet halt auch schon wieder 600.000 Öcken. Ja, wartet auf Leichenwagen. Leichenwagen. 240.000. Ist das Geld? Ups, da wollte ich nicht hin. Dann brauchen wir noch ein bisschen Leichenwagen. Guck mal, da fällt auch schon direkt der erste raus. So nötig war es. So. Na, komm. 30.000. Ey, da. Und da. Somit hat er jetzt hier 40 Autos, die er rausfahren könnten. Okay. Dann haben wir das auch. Er beschwert sich schon wieder, dass er kein Blau hat, ne? Also das ist. Aber was ist hier schon wieder passiert? Hier ist alles Schrott oder was? Scheint so. Hier ist alles hinüber. Da ist einfach alles hinüber. So, was haben wir denn hier noch?
Industrie und so weiter brauchen wir aktuell nicht. Also da geht es wirklich richtig, richtig gut. Frage ist halt nur immer noch, okay, wir machen jetzt erstmal was anderes. Wir machen jetzt erstmal den Frachthafen. Punkt, Ende, aus, Mickey Maus. Frachthafen ist das nächste, was wir bauen. Wir haben aber immer noch 1000 neue Bewohner pro Stunde. Das ist halt immer noch ein richtig, richtig, richtig guter Wert, ne? Dass dieses Gewerbe immer noch so hoch hohe Nachfrage hat, das ist übel. Das ist so übel. Hm. Es läuft und gedeiht, ne? Es läuft und gedeiht, wie man so schön sagt. Ist zwar jetzt nicht immer so schön, wie es gedeiht, aber really jetzt. Muss ich jetzt auch gleich tatsächlich bis da hinten hin? Aber das sieht halt so aus. Okay, das würde ich akzeptieren. Gewerbe. Muss ich? Das ist das. Wegfindung. Was für Wegfindung? Och, komm schon. Really? Oh, nee. Muss ich wirklich das Wasser kaufen, um das anzuschließen? Und das ist auch noch so teuer, oder was? Also okay, so kriegt man natürlich auch. Dann machen wir das anders. Darling, alles akzeptieren. So. Wieso, wo war der Einfahrt? Keine Ahnung. Ich baue einfach mal runter. So. Okay. Wir werden natürlich schon da irgendwie jetzt mit reinbekommen haben. So, das bauen wir jetzt auch. Was denn für Stadtgrenzen? All dem Bubblemann. Hier ist alles in Stadtgrenzen drin. So, muss ich jetzt... einen neuen... Was denn wir für Wegfindung, Mann? Du hörst doch mal auf, der die ganze Zeit da hochzuschieben. So, okay, wir versuchen das nochmal. Also, ich würde gerne... Wegfindung fehlgeschlagen. Okay, dieses Schiffssystem verstehe ich noch nicht. Habe ich hier irgendwas verpasst? Ah ja. Ja, okay. Hallo? Hallo? Was ist wo? Okay. Ja. Natürlich. Nee. Okay. Ja. Ja, okay. Ja.
Habe ich jetzt alles verstanden, mehr oder weniger? Nicht alles, aber es ist okay. Also das ist mir gerade zu hoch, aber ich muss da auch nicht immer alles verstehen, ne? Ich muss auch nicht immer alles verstehen. So. Und somit dürftest du jetzt auch alles haben. Was haben wir hier jetzt alles? Zusätzliche Kräne? Natürlich. Zusätzliche hier? Natürlich. Und zusätzliches Lager? Natürlich. Alles dran da, Mann. Okay. Wir haben tatsächlich da auch schon Fracht. Papier und Kunststoff, was dort angeschippert wird. Oh. Schön. Schön, schön. Gut. Wir könnten hier noch Züge dran machen, aber das machen wir nicht. Ich habe es zwar dran gebaut, aber machen wir nicht. Und übrigens, damit haben wir wieder eine neue Errungenschaft erreicht. Und zwar haben wir diese 20 Linien. So. Ich würde gerne... Welche Strecke haben wir denn da benutzt? Dreier. Wieder nehme ich an. Und wir bauen das jetzt einmal hier dran. Setzen hier irgendwo einen Kreisverkehr. Und bauen das Ganze noch hoch. So. So. Und hier kommt das hin. Hier kommt das hin. Ah, nicht ganz so, wie ich vorher gebaut habe, aber ist ja nicht so schlimm. Okay. Gut. Da die ja wieder noch mehr Gewerbe wollen. Ich habe keine Ahnung, was die mit dem... Was ist das denn hier? Stone Age oder was? Weg. Ein Moment, ja, von mir aus. Damit. Wollen ja keine Steine. So, Okay, ja, ich baue jetzt hier volle Kanne nur das. Ich weiß leider nicht, was er am Schluss hier vorhat. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber schlussendlich, er verlangt immer weiter. Und da er immer weiter verlangt, werden wir auch immer weiter bauen. Wie gesagt, irgendwas scheint, glaube ich, hier mit dem Spiel nicht zu stimmen. Wir müssen das mal ganz kurz machen. So, das da dran. Und dann können hier wieder Gewerbegebiete dran. Und der ballert auch die ganze Zeit weiter. Das ist das Geile, ne? Also, aber es ziehen auch weiter Menschen ein. Alles ist gut. Haben wir denn inzwischen ein bisschen Glück hiermit? Nein. Hiermit? Nein. Okay. Da will halt immer noch keiner einziehen. Sehr gut ausgebildet. Was für eine Ausbildung brauchten wir? Ich hab's leider vergessen. Er wollte... Der letzte Meilenstein, den machen wir gleich. Betreibe 50 aktive Transportlinien, wobei sowohl passiert. Okay, 50. Kann man noch machen irgendwann nebenbei. Habe mindestens 1000 Bürger und eine Zufriedenheitswert von 25. Okay, also das ist negativ. 15% Hochschulabschluss. 15%. Okay, wir haben jetzt 6. Ja, okay. Wie ist das denn hier? Viel hilft viel oder was? Ist das hier ähnlich? Also ist das hier ähnlich? Viel hilft viel?
Ich würde sagen, ja, ne? Deswegen, wir bauen das Ding einfach mal hier hin. Wir werden sehen, was hier passiert. Ein von beiden, hoppala. 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 So. Ein von beiden hier. Gehen jetzt Leute hin und wollen hier ihren Abschluss machen. Oder sie lassen es bleiben, ne? Oder sie lassen es bleiben. Ist das so gut? Ich könnte halt hier alles vollballern mit den Dingern, ne? Aber es wollen halt gerade gar keine dahin. Also von daher, ich weiß nicht, ob das so gut war. So, was hier mit meinem Darling? Ich dachte, ich brauche 10.000 Darling und dann ist doch alles gut. Nix ist? Nix ist, okay, ich merke schon. Joa nix ist, joa nix. Was hier? Okay. Hier passiert irgendwas, aber ich weiß noch nicht ganz genau was. Da ist Stau, hier ist Stau. Die Werte sonst? Ja, okay. Wir fahren immer noch nicht alle Toten weg. Abfall sieht gut aus. Schulen, ja, bis auf die Sekundarstufe, stimmt. Da war ja was. Wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen Sekundarstufe machen, ne? Weil wenn wir die aufrechterhalten, dürften wir auch allgemein ein paar mehr Schüler glücklich machen. Bietet den Schülern mehr Platz. 130.000. Okay, das bauen wir. Was ist das? Die größere Sammlung Bläser, Chance, ein Schulabschluss. Jo, kommt auch dahin. Und natürlich mehr Platz. Nochmal 400 Leute, die da mehr ihre Ausbildung machen können. Nehmen wir auf jeden Fall direkt mit. Sollten wir mitnehmen. Aber hier wollen wir auch noch nicht so ganz hin, ne? Wenn ich mir das da so angucke. War bis jetzt nur 19 Schüler. Ist scheinbar zu weit weg von allem. Ist scheinbar zu weit weg von allem. Stimmt, wir haben ja auch noch gar keine Straßenbahn hingemacht, oder? Nee. Nö. Ja gut, dann setzen wir doch hier mal eine hin. Und ich habe was gelernt, tatsächlich. Ich habe gelernt, man kann scheinbar doch... Alter, was ist denn hier los? Ah, okay, die wäre hier tatsächlich gewesen. Aber man kann also doch eine Linie erweitern. Aber will ich das überhaupt? Nee, will ich eigentlich gar nicht. Nee, will ich nicht. Warum will ich das nicht? Wir wollen ja die Errungenschaften haben, 20 Bahnlinien, oder nee, 50 Bahnlinien. Und deswegen möchte ich das, glaube ich, gar nicht. So. Gut. Dann fahr du mal von da nach da und wieder zurück. So. Genau das. 28 Leute. Wie sieht es eigentlich mit Buslinien aus? Haben wir bis dato nicht einmal gebaut. Sollten wir die bauen? Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn bei dem Stau hier? Ich würde einfach mal eine bauen. Komm. Wir sind mal so frei und wir bauen einfach mal eine. Einfach um zu gucken, wie funktioniert's. Läuft es gut? Läuft es eher nicht so gut? Wir machen einfach so einen kleinen Rundkurs hier hin. So, muss ich hier rausfahren? Nein, muss ich nicht. Okay, das ist blöd. Das ist blöd, aber egal. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert und wie gut es funktioniert. Könnte jetzt auch komplett grottenschlecht sein. Wir werden es rausfinden.
Elektrobusse natürlich. Natürlich. Und eine Erweiterung, 10 Fahrzeuge. Okay, 10, 20, 30, 40. Na komm. 50. Nein? 50. So. Okay. Somit haben wir jetzt 75 Busse, die hier fahren könnten. Haben wir da auch noch mal ein bisschen was. Ja, wir leihen weiter Darling zurück. So. Und gucken mal, wie es hier weitergeht. Strom ist unzureichend. Hubbel nicht. Bringt nichts. Gut, die Busse fahren. Wir sind glücklich. Ich sage bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.